So, das war unser erster Poet und der hat meistens die schwierigste Aufgabe. Jetzt kommt unser zweiter Poet, Mr. Crabshot. Noch einen Applaus für dich. So. Gut. Ich drehe, also in St. Hofen habe ich das schon mal angemerkt und so, ich drehe immer nicht mit ganzen so langen Texten an, deswegen darf ich immer in den 6 Minuten 2 kürzere bringen. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ist hier auch gestattet. Ivi? Alles gut. Okay, das erste Stück heißt Willen rauchen und das habe ich irgendwann mal geschrieben, ist eigentlich auch ein Song, habe ich irgendwann mal geschrieben, nachdem ich gemerkt habe, nach 10 Jahren auf der Couch, scheiße, ich soll vielleicht mal zum Leben anfangen. Und dabei ist dann dieses Werk entstanden. Meine Mutter meinte stets, wo ein Wille, da ein Weg. Doch ich fand keinen Weg, es fehlte, der Wille zu verstehen. Ich wusste immer besser als der Rest, wie es richtig geht. Doch dass mein richtig falsch war, wollte ich nicht sehen. Ich hörte, es ist wichtig für dich, alles richtig zu machen. Und mit deiner Art und Weise, mit meiner Art und Weise werde ich es nicht schaffen, meinen Weg zu bestreiten, mein Ziel zu erreichen. Doch ich wollte ich sein, mich mit niemand vergleichen. Wollte frei sein, war Freigeist, doch verwechselte Freiheit. Mit von allem getrennt und für mich ganz allein sein. Lebte geistfrei ein Kleingeist, ohne Verbindung zur Einheit. Im Verstand kein Verständnis, im Herzen herrscht Eiszeit. Ich verbrachte meine Zeit auf der Couch beim Chillen. Dachte ich gleiche fehlenden Willen, aus mit Pillen. Wollte nichts tun, um den Hunger in meinem Bauch zu stillen. Doch musste lernen, will ich wirklich leben, brauche ich Willen. Ich will teilhaben, etwas beitragen, genug Zeit haben. Mein Ziel erreichen täglich, das Leben einladen. Aus den vollen Schöpfen, in vollen Zügen genießen. Brauche Freiheit im Geist, wie Vögel Flügel zum Fliegen. Ich lernte, dass Wille alles schafft und Berge versetzt. Jeder im Schaffen und Scheitern Schwächen und Stärken entdeckt. Dass man kein Licht sieht, wenn man sich unter der Erde versteckt und unter Wert verkauft, wenn man seinen Wert unterschätzt. Dass ein Selbstwertgefühl weder Villa noch Geld braucht, denn wer sich selbst nicht als wertvoll sieht, gibt sich selbst auf. Schaffen kann es nur, wer will und an sich selbst glaubt. Merke, die Möglichkeiten sind und unendlich wie der Weltraum. Der einzige Unterschied, ob etwas klappt oder nicht, heißt im Klartext, mache ich oder mache ich nicht. Wenn ich sage, ich will, doch nichts folgt auf das Sagen, war mein Wille zu schwach, denn Wille misst sich in Taten. Wenn ich heute von mir höre, es sollte wohl nicht sein, wie ich wollte, dann wollte ich nicht. Wenn mir mein Käfig nicht gefällt, egal wie golden er ist, und ich es nicht rausschaffe, ja, dann wollte ich nicht. Ich will teilhaben, etwas beitragen, genug Zeit haben, mein Ziel erreichen täglich, das Leben einladen. Aus den vollen Schöpfen, in vollen Zügen genießen. Brauche Willen zum Schaffen, wie Vögel Flügel zum Fliegen. Dankeschön. Also, ich stopp das zu Hause immer davor mit und so. Ich komme nie auf 6 Minuten. Also, es sind immer so 2,30 pro. Was machen wir denn als zweiten? Okay, als zweites kriegt ihr was bisschen Neueres und so. Das Ganze heißt, ob Wissen Macht ist. Das Ganze gibt es so noch gar nicht, das ist noch gar nicht öffentlich, aber gut. Ja, Premiere. Morgen ist übrigens Premierentag in Schwabmünchen, wenn man es dazu sagen darf. Egal, wir fangen an. Ich denke zu wissen und weiß, dass ich denke. Ich bleib bis zum Ende auf meine Weise am Kämpfen. Leide bei Ängsten, obwohl ich verstehe, dass Angst auch gut ist und es ohne nicht geht. Geh zu Boden und steh immer wieder auf. Sieh, von ganz unten geht es stets, immer nur bergauf. Sehe Sinn in meinem Glauben, innen auch im Außen, durch meine Augen, mit den Augen, hinter meinen Augen. Lass mir den Sinn nicht gerne rauben, doch merke, es passiert, weil mein Verstand sich falsch versteht, alles gerne kontrolliert. Sie stärker fokussiert, dabei außer Acht lässt, dass er den Fokus verliert, nicht die Einheit betrachtet. Geistig umnachtet, vernebelt, geblendet. Der Teufel im Detail, kein Leben, nur Denken. Keine Weisheit im Wissen, doch im Wissen, dass ich nichts weiß.
Glauben, Hoffen, Wissen, Sein oder Nichtsein. Ob Wissen Macht ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mein Zweifeln zum Verzweifeln ist. Ich brauche mehr Ruhe und mehr Zeit für mich, für ein Leben, das die Sprache der Freiheit spricht. Ich bin sicher kein Einstein, nur weil mein Lifestyle heißt, Zeit ist relativ. Frieden, Freude und Freiheit sind mein oberstes Gebot, leider oft nicht zu erreichen. Doch als höchstes Ziel niemals von der Liste zu streichen. Das Leben ist nicht zu beschreiben, mit nichts zu vergleichen. Wandern zwischen Welten, lesen zwischen den Zeilen. Für das begrenzte Denken des Menschen nicht zu begreifen. Doch mein Kompass scheint stets in die Richtung zu zeigen, in der die nächste wichtige Lektion für mich liegt. Auf dem Weg zu dem Mensch, der all seine Dämonen besiegt. Ich habe zwei Bilder im Kopf. Eins zeigt, wie es sein kann. Das andere, wie es ist. Und beide in Einklang zu bringen, ist die Herausforderung. Es zu schaffen im Leben ist weder Zauber noch Kunst. Glück ist kein unerfüllbarer Traum oder Wunsch und bringt alle Ausrufe und Fragezeichen auf einen Punkt. Du brauchst keinen Grund zum Glücklichsein, wenn du weißt, Glück heißt für dich beschützt und frei. Angst im Verstand macht krank und unterdrückt den Geist, was gleich die Brücke zum Herz in tausend Stücke reißt. Dankeschön. So, Ladies and Gentlemen, Mr. Kelschott.